Das ist Toni. Toni ist ein erfolgreicher Unternehmer. Gerade kommt er aus seinem Büro in der Hafen City. Hey Leute, wollt ihr mal wissen, wie man so erfolgreich wird wie ich? Cooles Büro, trendy Ausblick und ein bisschen Bums unter der Haube? Als Bankkaufmann und Berater weiß ich, wo es lang geht. Und das in der geilsten Stadt der Welt. Und wie ich das geschafft habe, das wollt ihr wissen, oder? Auf St. Pauli. Erst lief's nicht so rund für mich, aber dann bin ich neu durchgestartet. Überzeugt hat mich in 3 Jahren zum Abitur. Und das am beruflichen Gymnasium St. Pauli. Da hatte ich eine mega Zeit und aus allen ist was geworden. Mit Ben bin ich immer noch befreundet. Für einen Technikfreak wie ihn ist es genau die richtige Schule. Dann auch noch dieses Angebot an Sportkursen. Er hat alle mitgenommen, die es gab. Rudern, Triathlon, Eishockey, Fitness, Fußball, Skifahren, einfach alles. Und beim Skifahren ist er dann hängen geblieben. Nach seiner Ausbildung zum Mediengestalter arbeitet er jetzt als Webdesigner für einen großen Skihersteller. Edda war da ganz anders. Die verbrachte ihre Zeit lieber in der Kantine als auf dem Sportplatz. Kennengelernt haben wir uns beim Lerncoach. Sie hatte Prüfungsangst, ich Motivationsprobleme. Das ist nun lange vorbei. Edda studierte Medizin, arbeitet jetzt als Kinderärztin in Altona und setzt sich für alleinerziehende Mütter ein. Ach, dann gab's ja noch Melissa. Die beste Freundin von Edda. Sie hatte es nie leicht und hat das immer durch ihr permanentes Seufzen zum Ausdruck gebracht. Und dann bilinguales Abitur und bestes Abiturzeugnis. Typisch. Der Austausch nach England in der Oberstufe hat ihr den Kick gegeben, eine internationale Karriere zu starten. Und dann Ausbildung, BWL-Studium und jetzt jettet Melissa durch die Weltgeschichte. Lustig war es immer mit Philipp. Er war so ein typischer Allrounder. Hat alles ausprobiert, aber nicht immer so wirklich erfolgreich. Oh nein. Im Kunstunterricht hat er dann seine Leidenschaft fürs Kochen entdeckt. Und heute ist Philipp der Foodtruck-Unternehmer. Mittlerweile ist er auch happy, dass er in BWL und Rechnungswesen aufgepasst hat. Erfolgsstories gibt es hier noch so einige. Aber die erzähle ich euch beim nächsten Mal. Ich kann nur eins sagen, wenn du erfolgreich sein willst, mach's wie ich. Geh ans berufliche Gymnasium St. Pauli.